Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin immer wieder gerührt an dieser Stelle. Ja? Sehr zuvorkommend, aber wir haben ein reichhaltiges Programm, wie Sie das von uns gewohnt sind. Und alle sind natürlich sehr gespannt, was machen unsere bis vor kurzem uneingeschränkt solidarischen amerikanischen Freunde? Was planen Sie im Zusammenhang mit dem Irak, mit Saddam Hussein? Das sage ich mal für alle, die sich nicht so für Politik interessieren. Saddam Hussein, das ist dieser gefährliche Politiker mit dem Schnauzbart, der ohne Fallschirm. Damit Sie da auf dem Laufenden sind, wenn es soweit sein sollte. Ist das wirklich so, was ich in der Zeitung lesen musste? Gehen immer mehr Ehen in Deutschland kaputt? Sind Herrschaften hier heute Abend, die schon ein oder mehrere Ehen hinter sich haben? Scheidungsrekord in Deutschland. Ja, es gibt viele Gründe, warum Ehen auseinandergehen. Geldsorgen, überzogene Glückserwartungen. Dann hat er endlich einen deutschen Pass. Das sind so viele unterschiedliche Gründe. Viele Frauen beenden die Ehe ganz, ganz kurz und schmerzlos mit dem Satz, ich habe einen neuen, ich ziehe nach Wolfsburg. Und die Frage ist natürlich, wie verkraften Männer, wenn Ehe in die Brüche gehen? Ich glaube, mancher Mann sagt sich einfach, ja gut, ich habe immerhin die WM 2006 nach Deutschland geholt. Helmut Schellert und Ben. Sehr gut, aber Sie brauchen jetzt nicht schon bei kleinsten Anlässen so ausführlich auszurasten. Das sagt man auch selten, oder? Aber es sind einfach überwiegend junge Menschen heute wieder hier, ja, die auch begeistert sind, dass sie den Weg gefunden haben und klatschen. Aber es ist mit unserer Wegbeschreibung gut zu finden, oder? Ja, absolut. Ich bin selber schon unsere Wegbeschreibung abgefahren, habe es auch gefunden. Klar. Ja. Es ist absolut. Heute Abend haben wir einen großartigen Gast, meine Damen und Herren. Ein fabelhafter Komödiant und sehr geschätzter Kollege. Unser lieber Freund Bastian Pastewka. Heute Abend. Und Bastian Pastewka bereitet mit unserem lieben Freund Olli Dittrich ein Bühnenprogramm vor. Ja, faszinierend. Ja, faszinierend. Und ja, ich wusste noch nie, danke Sven. Was gibt es Neues in der Wohnungssuche für Sven? Eine viel zu kleine Wohnung in Zollstock ist ihm angeboten worden und eine Wohnung auf Zeit in der Südstadt. Aber das ist ja auch nichts Richtiges. Nein, Sie wissen, der scharfe Sven sucht eine Wohnung hier in Köln. Geben Sie Ihrem Herzen oder was auch immer einen Ruck. Und wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine Wohnung an diesen jungen, sympathischen Nichtraucher zu, er ist nicht Raucher, ja, oder? Ja, klar. Ja. Zu vermieten haben. Olli Dittrich war noch nie auf einer Bühne, hat er mir erzählt. Wusste ich gar nicht. Ehrlich nicht? Ja. Naja, aber schon so als Musiker, oder? Der hat doch viel. Ja, wenn ich mit der Show, mit Gags und so. Das ist gut, da muss ich aufpassen, Olli. So, pass auf, Olli. Das ist nicht gut, mach nicht so viel. Heute Abend wieder im Zeichen des Wahlkampfs, der in die Endrunde geht, ohne eine Floskel zu gebrauchen. Und wir haben uns gedacht, welcher Politiker kommt eigentlich hier vor dem Kölner Dom am besten an? Genau. Unsere Kollegin, Madame Nathalie, ist dort. Wir werden zu einem ersten Informationsbesuch jetzt dorthin schalten. Wir werden mehrfach heute Abend dorthin schalten. Richtig. Ist das so? Ja, wir werden Richtig. Uns mehrfach informieren. Wie ist die Stimmung? Jetzt kann ich mal wie ein Tagesthema machen. Das habe ich auch festgestellt beim Südwestrundfunk. Gleich. Die Spannung steigt ja. Man hat jetzt, glaube ich, einen Schweizer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Und es wurde immer beim Südwestrundfunk in den Nachrichten um 21.30 Uhr vor das Vereinsheim des 1. FC Kaiserslautern geschaltet, als ob es hieß Attentat auf Kofi Annan. Ja. Wie ist die Stimmung in Kaiserslautern? Es gibt noch nichts Neues. Oh, Wahnsinn, war die erste Meldung dort. Jetzt also, Nathalie, wie ist die Stimmung? Gibt es Neues vom Kölner Dom? Hallo Nathalie. Ja, hallo Harald. Ja, die Stimmung ist ein bisschen spannend hier. Man spricht viel über Politik. Ja. Und ich glaube, die Leute sind alle bereit, der 22. September wählen zu gehen. Das hoffe ich. Blendet und dich die Sonne, Nathalie? Ja. Dreh dich doch ein bisschen um. Ja, ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Hast Aber du kein... er ist gerade gekommen. Ja? Le Soleil. Ja. Le Soleil. Le Soleil, Le Soleil, Le Soleil, Le Roi du Soleil.
Ja, das ist der Kölner Dom, die Nordwand des Kölner Doms. Für mich als Bergsteiger sehe ich überall nur noch Wände. Ja. Ja. Und schau dir mal das an. Das filmt unsere Kamera. Haben wir einen Hubschrauber vor Ort? Nein, die Kamera ist oben am Domforum und filmt hinunter. Guck mal hier. Sensationell. Schauen Sie sich das an. Ein großer Pflastermaler-Wettschreit. Kanzler gegen Herausforderer. Ich finde, das sind zwei tolle Porträts schon, oder? Ja. Ja, das sieht doch klasse aus. Der Kanzler ungewöhnlich braun, als hätte er sich Farbe ins Gesicht geschmiert, oder? Aber das ist nicht eine Interpretation des Künstlers. Wie heißen denn die beiden Künstler, die da malen? Weiß nicht. Also, der Künstler von Monsieur Schröder ist Rudolf Jacobait. Und er kommt aus Xanten. Oh, Sie sind Belgier? Ach nee, Xanten sind ist ja noch Deutscher. Na klar. Ja, herzlich willkommen, das sieht ja schon toll aus. Ich dachte, Xanten wäre Belgien. Ich kann nicht sehen. Entschuldigung? Hallo? Das ist gemein, ich kann nicht sehen. Hallo? Können Sie mich hören? Ah, Sie sehen, Harald, gucken Sie da. Ja. Hallo? Können Sie mich hören, Rudolf? Das sieht toll aus. Ja, hervorragend. Machen Sie das hauptberuflich oder ist das? Meine Eltern. Ist das. Zeig mir den anderen. Aus Mönchengladbach. Aus Mönchengladbach. Da gibt es Applaus, hier auch Zuschauer aus Mönchengladbach. Wie heißt der junge Herr? Gregor. Gregor Wosik. Gregor, ist das ein Hobby von Ihnen oder machen Sie das hauptberuflich? Nein, das ist ein schönes Hobby von mir. Und kommt da, wie viel ist da so eine Tageseinnahme, wenn die Leute was in den Hut geben? Also hier auf Kölner Dom ist das schon reichlich, so um die von 50 bis 100 Euro. Pro Tag? In guten Tagen. Ja, das ist ja nicht schlecht. Sind Sie gebürtige Mönchengladbacher? Nein. Wo kommen Sie her ursprünglich? Ich komme aus Oberschlesien. Das heißt, Sie kommen aus Polen? Das heißt, Sie kommen aus Polen. Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Ja. Entschuldigung, aber das kommt jetzt später. Ja, es ist normal. Es ist nicht schlimm. Was? Entschuldigung, mal nicht, dass es da Verwicklungen gibt. Warum hast du gesagt, es ist nicht schlimm? Nee, weil Monsieur sagt, er merkt, dass die Stimme, deine Stimme und seine Stimme, unsere Stimme hat eine Verzögerung oder so. Verzögerung. Verzögerung, genau. Und ich sage nur, es ist nicht schlimm. Weil es über Satellit geht. Gut, das war ein erster Eindruck von der Domplatte. Wir schalten gleich wieder zu euch. Merci pour l'instant, Nathalie. A tout à l'heure. A tout à l'heure, Nathalie vom Dom heute. Ja. Jetzt habe ich es wieder gut gemacht, dieser entsetzliche Fehler mit Xanten, wo ja diese berühmte Arena ist. Natürlich, alte Römerstadt. Ja, die alte Römerstadt, dass ich wusste, dass Oberschlesien Polen ist. Ja, sehr gut. Und ich habe es einwandfrei formuliert. Oberschlesien, das liegt doch in Polen, oder? Ja. Und er sagte ja. Ja, natürlich. Ja, früher war es mal deutsch. Jetzt ist es in Polen. Jetzt ist es in Polen. Ja. Und mit unseren polnischen Freunden, wer durch Willy Brandt... Verstehen wir uns prima. ...sozusagen alles... Toll. Offiziell, amtlich und auf dem gemeinsamen Weg in Europa. Klar. Politisch korrekter konnte ich es nicht mehr formulieren. Nein, das war super. Oder? Ob mich das Zuschauer kostet, dass ich sage, Oberschlesien gehört zu Polen? Bei den vertriebenen Verbänden meinst du? Weiß ich nicht. Ja, die haben sich doch auch langsam mit abgefunden, oder? Es geht hier nicht ums Abfinden. Ja. Nicht im es Geld geht mehr, darum, dass ich meinen Leuten sage, auf einem Weg in ein vereintes Europa, in ein europäisches Haus, auf unserem deutschen Weg, mit unserem polnischen, tschechischen, ungarischen Nachbarn und Freunden, gibt es keine Sekunde einen Zweifel, dass die Aufteilung im europäischen Haus in einem Europa der Regionen so ist, wie sie heute ist und auch immer bleiben wird, was auch im deutschen Sinne ist. Damit bin ich wählbar, oder? Sehr gut. Sehr gut. Meine Herren, Ceausescu ist. Ich will es selber noch gar nicht wissen, wie die Wahlumfrage heute ausgegangen ist. Ich will es für mich spannend halten. Was tippst du denn? Weil du hast ja das Publikum gesehen. Ja, ich weiß, dass hier vorne sitzt eine Gruppe 9 Leute aus Bochum, ja?
Sind das 9 Leute? Ja. Gehe davon aus, starker SPD-Anteil heute, ohne hinzuschauen. Ja, aber oder Grün. Ja, oder PDS. Also beim letzten Mal, so viele Bochumer hier waren, haben die alle PDS gewählt. Moment, das waren Leute vom Bochumer Theater. Ach ja, stimmt. Ja. Ja. Da wird man nur eingestellt, wenn man Kommunist ist. Habe ich auch nicht gewusst, bin dann in die KPD eingetreten. Aber auch gleich wieder aus, es geht ja nur um die Einstellung. Gibt es eigentlich die KPD noch? Das ist eine interessante Frage, aber ich bekomme ja bald die Briefwahlunterlagen und da wird das, ich glaube nicht, oder? Denn Herr Antrag macht Briefwahl, Herr Zellert macht auch Briefwahl, denn Herr Zellert, was machst du am 22. September? Ich fahre ein Autorennen. Wo denn? Am Nürburgring. Was ist das für eine Klasse, für eine Gruppe? Das ist dieser Alpha Cup, wo ich schon mal mitgefahren bin, in Hockenheim. Ein richtiges Rennauto. Ja, sei vorsichtig. Ja, ich übe ja schon immer. Toi, 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 ich klopfe aus Holz. Schon. Es wäre auch pressetechnisch ganz schlecht, wenn dir an dem Tag was passiert. Ja. Weil es wäre keine Notiz wert. Egal. Ja. Das ist ein hartes Business. Ja, ja, das ist meine Neurose, wenn ich zum Beispiel beim Flugzeugabsturz ums Leben komme, ja, in einer Maschine, in der, sagen wir mal, Beckenbauer auch sitzt. Ja. Ja. Schlagzeile Franz tot. Ja. Und deswegen, ich gucke mich immer, wenn ich ins Flugzeug einsteige, bin ich der Top-Promi hier. Ja. Okay, ja. Okay, können starten. Alles klar. Das ist total ärgerlich, oder? Das wäre total ärgerlich. Ja. Neue knallharte Politinfo. Mein Stammsender mittlerweile SWR. Ja. Dritte Programm, früher Südwestrundfunk. Top-Nachrichten von unseren FCK. Ja. Und tolle Live-Übertragung in 6 Stunden Kostümfeste. Neulich habe ich wieder gesehen, irgendwie Nudelfest in Überkingen oder so. Da sang Drafi Deutscher, du, in einem langen schwarzen Ledermantel mit so einer schwarzen Sonnenbrille, so eine Brille, ein Lied, in dem es darum geht, dass wir mit unserer Umwelt besser umgehen müssen. Unterstützt auch Gerhard Schröder. Drafi Deutscher. Drafi Deutscher ist offizieller Unterstützer von Gerhard Schröder. Finde ich toll, da sehe ich politisch engagiert. Ja, ja. Klar. So, und in diesem Südwestrundfunk lief eine Sendung, die hieß Die lange Nacht. Da hat der Kanzler, ich glaube, es gab auch mit dem Kandidaten, der Kanzler hat sozusagen ein Kamerateam sehr nahe an sich rangelassen. Und zwar nicht, wie das sonst ist, dass das so eine gestellte Kiste ist, sondern sie durften wirklich ihn begleiten, zum Beispiel bei der kleinen Morgenlage. Mhm. Ja? Wo also sozusagen heißt, also CDU, das hier und George Bush ruft gleich an, wo der Tag besprochen wird. Wer ist in der kleinen Morgenlage dabei, wenn der Kanzler sozusagen befiehlt, was heute sein Volk zu tun hat? Und wer sitzt wo? Wie viele Leute sitzen neben dem Kanzler noch an diesem Tisch? Soll ich raten? Ja. Ungefähr 6. Nein, es sind 5. 5. Der Kanzler sitzt hier. Hier, das wäre jetzt mal der Kanzler. Ja? Der Kanzler sitzt hier an einem relativ kleinen Tisch. Ja. Hier sitzt Machnik. Na was? Nein, doch keine Ex-Mitarbeiter. Ach nein. So. Nein. Hier sitzt Doris. Ach, ich weiß, Steinmeier. Nee, natürlich, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier, der eigentliche Macher hinter dem Kanzler. Ja. Ja? Der sozusagen sein Manager, sein Büroleiter, Frank-Walter Steinmeier. Neben Steinmeier sitzt? Keine Ahnung. Münti. Ach, echt? Ja, klar. Klar. Neben Münti sitzt, noch cooler als Münti. Struck. Nein, Struck sitzt da. Struck sitzt gegenüber von da. Steinmeier. Ja. Neben Münti sitzt Uwe Carsten Heil. Ah. Regierungssprecher. Die Bundesregierung hat heute eine Atombombe im Garten gefunden. Wir werden das prüfen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Also immer keine Aufregung, keine Panik, alles im Griff. Ja, die drei sitzen da. Gegenüber von Steinmeier sitzt Struck. Mhm. Ja, und neben Struck sitzt Hans-Martin Buri. Ah, ja. Ich glaube, Staatsminister ist sein Rang. Und diese 5. Und der Kanzler ist also relativ locker da. Und dann sagt der Kanzler einen tollen Satz. Ich finde, wir sollten das nochmal kommunizieren. Tolle Formulierung. Ich finde, wir sollten das nochmal kommunizieren. Und was heißt das? Geh und sag es meinem Volke. Genau. Go tell it on the mountain. Bush wird losgeschickt mit 2 Tafeln, ja, ja. Die 10 Steuerregeln und so. Und wir sollten das noch kommentieren. Und dann sagt er noch einen tollen Satz. Vielleicht sollte ich damit noch mal in den Spiegel gehen. Mach das mal. Oh.
Vielleicht sollte ich dann, das heißt jetzt nicht für Sie zu Hause, wenn Sie nicht so für Politik interessieren, dass der Kanzler ins Glas rennt oder so. Nein, er geht zum Nachrichtenmagazin Spiegel für ein Interview. Oder aber, steckt den was. Aber Fachsprache ist, nee, vielleicht sollte ich da mal in den Spiegel gehen, mach das mal. Das heißt also, da muss wahrscheinlich Uwe Carsten Heil beim Spiegel anrufen und sagen, der Kanzler kommt gleich und kommuniziert was. Ja. Ja? Und das ist der Unterschied. Oder eins sitzt zu Hause und sagt, wann ruft der Spiegel an, dass ich da mal überschreibe und so. Und wartet. Und der Kanzler sagt, vielleicht sollte ich damit mal in den Spiegel gehen, mach das mal. Dann rufen die an und sagen, drei Mann, komm. Füller, Papier, Kanzler sagt was. Ja? Interessant. Ja, und dann war eine Runde, und zwar der Kanzler eine Abordnung. Man ahnt gar nicht, was so ein Kanzler den ganzen Tag zu tun hat. Ja? Ein Treffen mit einer Abordnung von Sinti und Roma, die auch mal ihre Situation schildern wollten und dass man eben auf diesem guten Weg, auf dem man sich befindet, weiterarbeitet. Und sie saßen schon, also das war eine große Abordnung. Auch, glaube ich, sagen wir mal, Verwandte oder so durften da zum Teil noch mit. Also, ja, klar. Du kennst doch, wie man früher weggefahren, nimm doch Tante Hilde noch mit und so. Ja, also ging da rein und guckten sich um und so, saßen um einen großen runden Tisch. Dann kam der Kanzler in Begleitung von zwei wichtigen Referenten. Und es waren 30 Minuten exakt angesetzt. Mhm. Ja, der Kanzler sagte, ich freue mich sehr, haben auch Glück mit dem Wetter, sehen ja sicher was von Berlin und so weiter und jetzt reden wir mal. Und dann sprach der Vertreter der Sinti- und Roma-Abordnung und sagt, freut ja auch immer, dass er in Berlin ist und so weiter und wie wichtig es ist und fing geschichtlich also in einem größeren Rahmen an zu erklären. Es war aber eine halbe Stunde angesetzt. Er ging zurück und sagt, und wie ist auch noch zurück und den kennen Sie auch und dann müssen wir überhaupt noch. Und also das ist schon sehr ausführlich und so. Und der Kanzler sagt, ja, das ist ja schön. Das können Sie mit meinen Mitarbeitern gleich im Detail besprechen. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Tag. Und ich muss noch was Wichtiges sagen, sagte der Sinti- und Roma-Vertreter. Und da habe ich viel gelernt. Weil normalerweise hört man sich ja so, wenn so die Abordnung unseres Senders kommt oder so, ja, hört man sich doch stundenlang alles an. Ja, klar. Ja? Es ist ganz wichtig zu sagen, ich habe nur 30 Minuten. Der Sinti- und Roma-Vertreter sprach mit lauterer Stimme, weil es ganz wichtig wurde. Und er merkte, dass sein Zeitkonto abgelaufen war. Ja. Der Kanzler sagte, das ist auch sehr wichtig, aber ich freue mich, dass Ihnen gefällt. Sie haben ja Glück, vielleicht können Sie irgendwo eine Kleinigkeit dann auch noch essen. Ich danke Ihnen sehr. Nein, eine Sache, sagte noch der Sinti- und Roma-Vertreter. Der Kanzler sagte, ja, aber ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe nur 30 Minuten. Bitte bringen Sie mich nicht in Schwierigkeiten, ich habe einen engen Zeitplan. Stellt sich hinter den Stuhl, ja, die beiden Vertreter nahmen im Sitzen Haltung an, die beiden Referenten von Ihnen. Er stand da und sagte, ja. Danke Ihnen sehr. Ich wünsche einen schönen Tag und weiteres besprechen Sie bitte mit meinen Mitarbeitern. Auf Wiedersehen. Und ging. Und die Runde blieb da sitzen. Ja, sehr gut. Ja, und man sagte eigentlich nur, hallo, Berlin ist toll. Dann wurde es sehr, sehr ausführlich. Und dann sagt der Kanzler, die 30 Minuten sind rum, steht auf, steht hinter dem Sessel und geht. So, und dann wurde mit den Mitarbeitern natürlich dieser gute Weg gemeinsam weiter bereitet. Das hat mir wahnsinnig imponiert. 30 Minuten und wenn man nicht auf den Punkt kommt, ist der Kanzler weg. Ich sollte damit vielleicht mal in den Spiegel gehen. Mach das mal, das müssen wir mal kommunizieren. Hat mein Politikverständnis völlig neu. Ich dachte, der Kanzler hört sich wirklich jeden endlos an. Ja, aber er hat wirklich so viel zu tun. Ja, er muss einen knallharten Zeitplan. Da rufe ich auch Bush an und was weiß ich alles. Ja, und so. 30 Minuten, alles Weitere besprechen Sie bitte mit meinen Mitarbeitern. Würde mich mal interessieren, wie oft dieser Satz am Tag fällt. Alles Weitere besprechen Sie bitte mit meinen Mitarbeitern. Er selber legt nur die grobe Linie fest. Versöhnung, Solidarität, das, den Rest machen die Mitarbeiter. Fantastisch. Jetzt werde ich das Wahlergebnis kommunizieren. 96% Wahlbeteiligung. Sehr gut. Das ist die Angst. Ja, das ist die Angst. Das ist die Angst. von 251 haben gewählt. CDU, CSU 30,3, SPD 38,2, Grüne 10,8, FDP 13,7 und PDS 7,1%. Was heißt denn das jetzt wieder? Das ist der Trend zu den großen Parteien, ganz eindeutig. Rot-Grün ist bestätigt, knapp. Eindeutig. Ja, 48 zu 44. Ja. Und doch die FDP verliert. Es würde natürlich knapp werden, weil der Kanzler sich ja auf keinen Fall von der PDS wählen lässt. Ja, aber gut. Ja, und? Das reicht doch trotzdem. Wieso?
Ja, aber ich meine, was soll denn... Er muss ja die Stimmen wieder zurückgeben. Wenn er kriegt jetzt 38% von seiner Koalition und er kriegt 44% Gegenstimmen von der Opposition. Nee, wieso? Er hat doch 49% von der Koalition. Ja. Ja. Zu 44 sind 5 drüber, da kann die PDS machen. Also die können. Alles richtig, er braucht die PDS gar nicht. Nein, also die CDU und FDP bräuchten sie. Das ja auf gar keinen Fall. Ja, eben. Ja, aber auf gar keinen Fall. Ja, natürlich nicht. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber das wird ja auf gar keinen Fall passieren. Nein. Wenn Edmund Stoiber mit Leihstimmen der PDS zum Kanzler gewählt werden könnte bei solchen Konstellationen, aber lieber würde er was weiß ich nicht machen, ja, als sich von der PDS zum Kanzler wählen zu lassen. Um Gottes Willen. Punkt 0 des CDU-Programms. Ja. Keine Stimme von der PDS. Na klar. Ist doch ganz klar. Das heißt aber eigentlich, die Regierung ist wie seit unserer Rückkehr aus dem Urlaub deutlich im Aufwind. Ja. Tja, das heißt, wenn Sie zu Hause sagen, Donnerwetter, was könnte ich Sie mal wählen? Mir sind Sie irgendwo alle sympathisch. Ja? Und ich kenne mich nicht so aus und das macht vielleicht einen großen Unterschied. Wir haben eine tolle Internetseite entdeckt, nämlich Herr Antrag heute Mittag auf der Suche nach Urlaubs. Ein Mitarbeiter hat sie entdeckt, valomat.de. Valomat.de. Das hört sich nach Spaß und Fun an, ist aber sehr ernsthaft. Man kann gewisse Thesen kriegt man präsentiert, man kann mit Ja, Nein, Neutral und keine Meinung wählen. Und am Ende wird einem die Partei genannt, die man wählen muss. Ja. Die eben am meisten mit diesen... Toll. Muss ich die dann wählen? Nein, aber... Es ist ja oft das Problem. Politquiz. Okay. Wer ist das? Hello, my dear friend. Reagan. Hello, my dear friend und Füße auf dem Tisch. Ja, yeah, hello, my dear friend. Bush. George W. Im Gespräch mit wem? Tony Blair. Ah. Habe ich auch gesehen. Im ZDF. Hello, my dear friend. Und wer stand da am Schreibtisch? Condoleezza. Yes, Condoleezza Rice. Ich finde es mittlerweile wichtiger, wer im Zimmer steht, als wer am Schreibtisch sitzt. Ich glaube, so wird die Politik wirklich entschieden. Hello, my dear friend. Are you ready for takeoff? Okay, here we go. Ah. Mit diesen Cowboystiefeln. Hat er wirklich Cowboystiefel angehabt? Im Oval Office nicht, nein. Ja. Aber in dieser, wie heißt es, Camp David-Ausrüstung. Wo haben die eigentlich alle diese gleichen Jacken her? Condoleezza Rice in Camp Davis im roten Pulli und alle anderen in diesem Outdoor-Outfit. Colin Powell, Rumsfeld, alle. Ja, die haben so locker angezogen in Camp David. Wahrscheinlich gibt es da so einen Kleidungsshop, wenn man reinkommt. Freizeitkleidung. Weißt du, müssen alle Freizeitkleidung tragen, damit man sieht, es ist locker. Okay, my friend, Fragen. Ask me. Gut, weil man weiß ja oft nicht, die Partei, wählt man sie, hat auch Nachteile. Haschisch und Marihuana sollen legalisiert werden. Ja. Okay. Bundeswehr soll die Polizei innerhalb Deutschlands unterstützen? Nein. Gut. Begründen muss man es nicht. Nö, die Geschäfte sollen am Sonntag geöffnet sein. Nein. Echt? Nein. Ja, entschuldige mal bitte, was soll denn das denn? Das ist dieses super. Ganze Pack noch am Sonntag in den Städten? Hello, my dear friend. Okay. Die können doch die Woche über einkaufen. Ja, okay. Die humane Genomforschung soll verboten werden. Nein. Freiheit der Wissenschaft. Kampfhunde sollten verboten werden. Ja. Sterbehilfe sollte in Deutschland legalisiert werden. Schwierig. Sterbehilfe sollte in Deutschland legalisiert werden. Du kannst auch neutral oder keine Meinung sagen. Nee, also unter sehr strengen Voraussetzungen und gesetzlichen, einem sehr engen gesetzlichen Rahmen ja. Okay. Aber es muss klar sein, nee, also klar, wer ja. wem gibt und das auch. Ich sage nur Thema Scheidung. Ja. So. Sie wollte sterben. Ich komme rein, hat das Beil in der Hand und hab gemerkt, sie wollte sterben. Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide werden auf Bundesebene eingeführt. Nein! Gut.
Das aktive Wahlrecht. Gottes Willen! Okay. Wird auf 70 erhöht. Der Bundespräsident sollte vom Volk direkt gewählt werden. Bitte? Okay. Ja! Ja, achso, ja. Gut. Ja, das ja. Wird zu gut. Für Zuwanderer soll es verpflichtende staatliche Integrationsangebote und Kurse geben. Ja. Integrationsangebote. Ja, klar. Sprache lernen und so. Ja. Der Kündigungsschutz wird gelockert. Nicht unter meiner Führung. Nein. Die Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden. Ja. Eine private Arbeitsvermittlung sollte flächendeckend eingeführt werden. Bringt doch nichts, nein. Okay. Mehr Eigenbeteiligung im Gesundheitsbereich. Schwierig. Schwierig. Ja. Nein. Okay. Ökosteuer abschaffen. Klar. Ja, die wird doch eh nur für die Rente gebraucht, oder nicht? Nein, die wird natürlich auch gebraucht, um den Verbrauch zu drosseln. Viel weniger Menschen fahren Autos. Das ist irgendwie seit der Einführung der Ökosteuer so. Ist so. Ökosteuer wird abgeschafft. Ja, ist ja, habe ich ja notiert. Ja. Ganztagsschulen müssen flächendeckend eingeführt Nein. werden. Der Bund sollte für Schulpolitik zuständig sein. Nein. Die Gemeinschaftsschulzeit sollte von 4 auf 8 Jahren erhöht werden. Hä, was ist denn Gemeinschaftsschulzeit? Ja, Grundschulzeit, also das Chancengleichheit für alle und, weißt du? Nichts. Elite-Institute ab dem Kindergarten. Das Tilgen von Staatsschulden hat Vorrang gegenüber mehr Überhaupt Ausgaben. Nicht, nein. Der höchste Einkommensteuersatz wird gesenkt. Nein, da bin ich dagegen. Die Vermögenssteuer soll eingeführt werden. Nein. Ist eh nur 1% und ist auf Geld, was eh schon mehrfach versteuert ist. Ja, ja, ja. Die NATO muss aufgelöst werden. Gottes Willen, nie brauchen wir die NATO so wie heute, unsere Eben. Amerikanischen Freunde. Berufsarmee statt Wehrpflicht. Ja. Den ärmsten Ländern der Welt ja. müssen die... Der Verteidigungsetat muss erhöht werden. Nein. Frauen müssen auch ohne vorherige Beratung straffrei abtreiben dürfen. Ja. Homo-Ehen erhalten die gleichen Rechte wie Hetero-Ehen, zum Beispiel Kinder adoptieren. Unbedingt, ja. So, das Ergebnis wird jetzt angezeigt. Du musst Grüne wählen. Die Übereinstimmung mit den Grünen und der PDS sind frappierend. Ja, das kannst du auch im Einzelnen jetzt, willst du es mal sehen, wo die Übereinstimmung sind. Ja, und falls ich die Grünen ablehne, wähle ich PDS, ist doch klar. Ja, ganz genau. Ja, ja. Auf gar keinen Fall SPD, FDP, was ist mit CDU? Gibt sie nicht mehr? Nee, ja, doch. Hat ich sie aufgelöst? Nein, da steht ja oben Übereinstimmung, sehr klein oder sehr groß, das ist genau auf der Nulllinie, also ja. man kann weder im Negativen oder im Positiven, also völlig neutral. Ja. Also du musst Grüne oder PDS Aus wählen. Welchen Gründen? Das kann ich auch noch bei Ja genau, also wenn du jetzt zum Beispiel auf die Grünen, da ist das nochmal genau aufgeführt, also mit Haschisch, Marihuana, Bundeswehr, Geschäfte, sonntags nicht auf, liegst du halt überall auf der grünen Linie, ne? Und da kannst du Punkt für Punkt nochmal... Also private Arbeitsvermittlung, Lohnnebenkosten müssen gesenkt werden, mehr Eigenbeteiligung im Gesundheitsbereich, passt du immer auf grünen Basis. Kannst du mal sehen? Ja. Ich glaube, dass sich die Grünen mir angenähert haben. Ja, das ist ganz klar. Weißt du? Bist du sicher, dass dein Computer nicht kaputt ist oder so? Nein. Ja. Also grüne Politik deckt sich mit dem, was ich will. Ja, genau. Erstaunlich, ne? Ja, das ist toll. Man sollte öfter mal so einen Wahl-O-Mat befragen. Ja, klar. Gibt es auch einen Sexomat oder so? Ja. Das würde mich auch mal interessieren. Ja, das gibt's nicht? Oder nein, Knetomat oder so? Nein. Ein was? Ein Knetomat, ein Geldberatungs... Das heißt doch so Bank, also so ja. Geld rauskommt. Ja. Also. Ein Wahl-O-Mat, dieser Wahl-O-Mat ist toll. Hast du auch Wahl-O-Mat heute Mittag dich getestet? Ja. Und hat sich mit deiner politischen Überzeugung gedeckt? Warum hast du denn so gemacht?
ich habe nicht so gemacht, sondern ich habe, wie wenn man ein Wort sucht. Ach so. Hat sie mit einer, ich wollte nicht sagen, mit diesem Irrglauben, dem du verfallen bist, mit einer, ich suchte dafür einen sendbaren Begriff mit einer politischen Überzeugung gedeckt. Okay. Es deckte sich sehr mit deinen Einstellungen. Ja, na, absolut. Das sind einfach moderne, zeitgemäße Einstellungen im Rahmen eines europäischen Hauses und unserer transatlantischen Bündnisverpflichtung. Also ich bin nur für Sonntagsgeschäfte auf, aber ansonsten waren wir... Warum bist du eigentlich für Sonntagsgeschäfte auf? Ja, weil das toll ist, sonntags einzukaufen. Was ist da der Unterschied zum Beispiel Woche über einkaufen? Keiner, aber du kannst es einfach. Bitte, warum nicht? Ach so, du willst einkaufen, nicht da arbeiten. Nein, nee. Ich dachte, du wolltest ein bisschen was dazu verdienen an der Kasse oder so. Nein. Eigener Supermarkt, Shimano. So, welches Bier trinkst du heute? Aus welchem Supermarkt? Weiß ich nicht. Ja. Kleines Quiz. Zweiteiliges Wort. Ja. Erstes Wort ist alles, was alle wollen. Ja. Und das zweite Wort ist der Nachname der Pressesprecherin der Axel Springer Gesellschaft. Hä? Was alle wollen? Ja, was wollen alle? Sex? Nee, also immer Gesundheit und so. Auf der ganzen Welt. Frieden. Ja, eben. Und Frieden und zweite Wort ist der Nachname der Pressesprecherin von Axel Springer. Ich kenne die Pressesprecherin von Axel Springer nicht. Edda? Fels. Genau, sehr gut. Friedefels. Ja, Friedenfels, Urtyp Hell. Weil auch Edmund... Das war aber mal ein leichtes Rätsel. Ja. Friedenfels. Und aus welchem Grund? Aus welchem Grund? Weil jetzt auch Edmund Stoiber ein Friedenfels-Urtyp Hell geworden ist, weil er sich auch zum Nicht-Krieg gegen Irak entschlossen hat. Das ist sein erstes Bier heute, oder? Ja. Das wollen wir gleich mal im Klassenbuch festhalten. Ja? Also. Und das schreiben wir mal rein. Donnerstag, der 29.8. Ich bin grün. Und Friede, Freude. Ich schreibe mal Freude, Eierkuchen rein. Weißt du, einfach was Positives mal. Ja, sehr ja. Gut. Drei Krankheitsfälle. Ja, Nicole, Niki, Anne. Nicole, Niki, Anne. Gute Besserung. Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Nein. So, meine Damen und Herren, Bastian Pastewka. Das finde ich toll, dass du mit Olli ein Programm machst. Ja. Wie kam es dazu? Schöne Sache. Grundsätzlich, das Pantheon in Bonn hat Olli Dittrich angesprochen. Da ging es los. Das schöne Pantheon-Theater in Bonn, meiner alten Heimatstadt. Großartige Kleinkunstbühne. Ganz genau, die tollste vielleicht. Und wir haben da zusammen überlegt, was machen wir. Olli hat mich gefragt, sollen wir das machen? Und so haben wir überlegt, wie geht das Ganze. Und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengetan. Olli hat seine Band noch mit dazugeholt. Jetzt machen wir hauptsächlich Musik. Aha. Ja, das können viele auch als Drohung verstehen. Na, das heißt, ihr singt Schlager? Wir singen vergessene Schlager, die man unbedingt noch mal hören muss. Ja, genau. Verstehe. Und dazwischen spielt ihr Sketcher oder nur leichtes Geplauder? Nur leichtes Geplauder. Ja. Ein bisschen Fröhlichkeit verbreiten wir und dann wird wieder gesungen. Du bist Neu-Berliner. Beneidenswert. Das ist toll, diese Metropole so, wie man immer hört? Es pulsiert. Da geht die Post ab. Da werden neue Trends gesetzt. Ist das so? Ich wohne dort seit 2 Monaten, war aber erst 10 Tage da. Warum bist du überhaupt umgezogen? Ich habe es schon wieder vergessen. Wirklich? Ja. Nein. Ich habe gedacht, ich wollte immer mal dort wohnen und bin dann weg aus meiner alten Heimatstadt Bonn. Das versteht man natürlich. Ne? Und dann bin ich halt dorthin gezogen und hatte dann aber wieder so viel zu tun, weil ich halt mit Dittrich immer in Hamburg probe, dass ich irgendwie noch gar nichts richtig fertig habe bei mir zu Hause. Aha. Also immer, wenn ich da hinkomme, komme ich momentan in so eine provisorische Bude, wo noch nicht alles ist. Das Einzige, was ich habe, ist eine Küche. Das ist alles. Oh, ne? Selber eingebaut? Nein, es hat mir ein großes schwedisches Möbel. Ich war bei Ikea. Du hast eine Ikea-Küche? Ja, das ist das. Das heißt, du brauchst die Schubladen nicht, oder wie? Nein. Ich habe auch welche, deswegen sage ich das. Das ist super. Ist toll. Ja. Dann kennst du dich ein bisschen aus. Ich habe eine Werde-Küche.
Die sagt mir jetzt im Moment nichts, aber ist das so Hightech-artig? Das ist die du nicht einbauen musst, sondern die aus vielen Einzelteilen bestehen, die man sich schön zusammenstellen kann. Aha. Das ist allerdings auch wieder schwer, weil du gehst zu Ikea und sagst irgendwie die Maße deiner Küche und denkst dann, der Rest wird schon irgendwie laufen, die helfen einem da immer so nett. Ja. Was ist das denn hier? Das reicht mir überhaupt nicht hier als Information, hat die Frau dann zu mir gesagt. Das machen sie nochmal richtig. Und dann kriegst du sensationell einen Bastelbogen. Ja? Ja, ein Werde-Bastelbogen. Da machst du dann, oder kriegst sämtliche, musst ausstanzen, wie deine Küche dann mal aussieht. Auf Millimeterpapier. Gute Idee, dachte ich. Ach so, das ist toll, ja. Da ich aber weder Geschmack noch perspektivisches Vorstellungsvermögen habe, habe ich da zu Hause gesessen, so wie im Kunstunterricht. Scheiße, morgen musst du abgeben. Hm? Ja. Das ist ausgeschnitten, ja? Hast du gedacht, ach, das sieht ganz schön aus. Dann bin ich zu Ikea hingegangen und habe gedacht, bitte schön, meine Küche. Und jetzt machen Sie mir ja schön, ne? Ja. Und dann sagt sie, das ist aber eine Faktumküche, der wollte noch eine Werdeküche. Ach so, ja. Bin ich nochmal zurückgefahren, hab dann nochmal alles ausgestanzt. Ich hab's einfach falsch gemacht. Ich hab die falsche Küche genommen, das passte alles nicht und so, ne? Nochmal hingegangen, sagt sie, ja, jetzt ist schon was besser. Allerdings, den Herd machen wir mal nicht an der Decke, wa? Sind die Elektrogeräte auch von Ikea? Absolut, die sind auch von Ikea. Und der Herd wird so gezeichnet, dass da so vier Kreise drauf sind, ne? Ja. Ich dachte, ach, das ist bestimmt ein Hängeschrank. Nein, das sind die Platten. Ja, natürlich. Die Platten. Das sind die Ceran-Kochfeld. Du hast ein Ceran-Kochfeld? Natürlich. Was angeht, wenn man nur so hin... Ja, und dann sind noch Restwärmeanzeiger und so Geschichten. Das ist ganz geil. Also die Supersensor früher. Du. Kennt das noch jemand? Jetzt ist viel. Nee, kann man auch damit machen, wenn man es möchte. Doch, das war von MB in den 80er Jahren so ein Spiel, wo man immer so Lampen so drücken musste, wenn Felder aufleuchteten. Aha. Ja, absolut. Sie wissen auch Bescheid. Und das heißt, die Küche ist eingebaut und funktioniert schon, ja? Sie funktioniert fantastisch. Aber du warst ja nie da, oder kochst du? Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Küche da stehen. Ja, man baut sich immer eine Küche ein, weil man denkt, man braucht eine Küche. Man braucht eigentlich gar keine Küche, oder? Als Künstler. Ja. Ich kann weder kochen, noch kann ich mir eine Küche selber so einrichten und so. Hab dann gedacht, gut, machst du mal so eine klassische Leiste dahin, wo du sämtliche Löffel so dranhängst, sieht gut aus. Ja. Das sieht bei mir noch so aus wie ein Ikea-Katalog. Ja? Ja, weil ich habe das so wirklich so gemacht, ja, da hängen die bei denen die Löffel hin und hier kommt eine Pflanze hin. Ja, genau. Seitdem sieht das so aus. Mensch, hast du eine neue Küche, die wird noch in einem Jahr neu aussehen. Ja, vor allem, die Löffel sehen ja nach ein paar Monaten aus wie Sau. Natürlich. Weil ja alles voll Fettspritze und so weiter. Selbstverständlich, bei mir ist nach 4 Jahren. Ne? Ja. Genau. Hast du die Spülmaschine auch? Ja, habe ich. Auch von Ikea? Ja, die funktioniert noch nicht. Klar, kann man sich mal vertun, ne? Wieso denn? Da kommt noch ein Fachmann dann, der wird das dann machen. Es kostet dann noch mal was. Nee, klar. Aber kann es sein, dass Teile der Küche noch mal raus müssen, damit ihr hinten an die Spülmaschine rankommt? Ich glaube, sämtliche Teile müssen einfach noch mal. Klar, die haben gesagt, klar, ist dran. Dann habe ich irgendwas unterzeichnet, so Übertragungsbeleg oder wie heißt das genau, so ein Bogen, das füllst du dann einmal aus. Ja. Du denkst, klar, du unterschreibst, die freuen sich auch. Und dann steht dann noch drüber, Spülmaschine konnte nicht angeschlossen werden. Deshalb habe ich sie gekauft. Ja, gut, aber dann ist auch die Wartung und so, hält ein bisschen länger wahrscheinlich. Natürlich. Das wird schon. Und was soll ich spülen? Genau. Aber gut, man hat aber auch, das Geräusch ist ja auch beruhigend. Ja, das ist sehr angenehm, so. Wenn sie funktionieren würde. Aber dafür habe ich ja den Kühlschrank, der macht auch ein lustiges Geräusch. Ja? Und ich stelle die Gläser auch immer so, dass sie so innen drin so dilling machen, das beruhigt mich. Reicht mir als Küche vollkommen, dieser Effekt. Warst du da froh, als du fliehen konntest in Synchronstudio und diese Figur sprechen? Ja. Ja. Ich war sehr froh. Lief das parallel? Ja, ungefähr. Also während Umzug synchronisieren, Ikea ausstanzen, am nächsten Morgen wieder ins Synchronstudio. So ungefähr war das, ja. Wer macht das im Original, diese Stimme? Also die Stuart Little Mouse wird im Original von Michael J. Fox gesprochen. Oh. Ja. Ich habe es im ersten Teil auch schon gemacht, er auch. Und das ist eine sehr, sehr schöne kleine Geschichte um eine süße kleine Maus, die sich ein bisschen verliebt in einen kleinen Vogel. Mal. Das klingt romantisch, da wollen wir gleich mal reinschauen. Ich freue mich. Das ist aber wirklich süß. Ja. Und brutal. Und ich habe gesehen mit Gina Davis. Lernt man die so bei Präsentationen und so kennen? Ja. Richtig. Sie waren beide da. Gina Davis, die Mutter spielt, Hugh Laurie, der den Vater spielt, waren beide da. Und halt wir vier Leute, die deutschen Stimmen gegeben haben. Also Götz Otto, Diana Amft, Joachim Kerzel und ich. Und dann unterhält man sich oder hat man gar keinen Kontakt zu ihm? Ja, mit Hugh Laurie habe ich etwas länger gesprochen in der Tat, den ich aus Peter's Friends kenne. Und dort habe ich ihm erzählt, dass er in dem Film die Synchronstimme von Brent Spiner hat, der bei Star Trek den Data spielt. Dann ist er gegangen. Jetzt schauen wir mal, was auf der Domplatte los ist. Nathalie? Kurz eingeklickt. Wirklich? Ja. Ich habe das. Nathalie? Hörst du mich? Ja. Ja, sprichst du mit mich? Ja. Ach so, ja, ich war am Zählen das Geld. Monsieur Schröder hat ungefähr 15 Euro. Ja. Und Herr Stoiber? Und ich guck mal, das war unsere Frage. Wer füllt die Kasse? Ja. Oh la la, Stoiber, es ist ein bisschen katastrophal. Guck mal. 2, vielleicht 3. Ich weiß nicht, ob eine Vorwarnung ist für den 22. September, aber für uns, es ist klar. Ja.
Aber ich glaube, das hat eher was vielleicht mit den künstlerischen Fähigkeiten zu tun. Ich weiß es nicht. Also das kann man vielleicht politisch nicht interessieren. Aber ich sehe, die Aktion hat großes Interesse gefunden, oder? Sind ja, viele aber Leute ich glaube da? Trotzdem, ja, aber die Leute aber sehr oft bezahlen für den Kandidat. Weil zum Beispiel diese Dame, sie hatte das zuerst ein Geld gegeben und dann sie hat uns gefragt, das sie zu geben, weil sie wollte für Stoiber, non, für Schröder wählen. Ja. Hat sie gesagt. Ist das wahr? Kein Kommentar. Ah, sie macht keinen Kommentar. Gut, dass wir das nochmal gehört haben. Ja? Merci, Madame, bis morgen. Dankeschön. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tolle Aktion, oder? Auf spielerische Weise die politische Lage ein bisschen schärfer leichter. Sehr gut gemacht. Sehr gut. So, immer große Freude, wenn du bei uns zu Gast bist. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Unser Neuberliner Bastian Pastewka, meine Damen und Herren. Danke.